Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei Headset Sniper Let's Play Ni No Kuni und so. Yay, nein, okay, das hat sich nicht so episch angehört, wie es sich in meinen Gedanken gerade angehört hat. Na gut, was ist das für ein Geräusch? Egal. Wir müssen in den Goldhain. In Richtung Süden. Allerdings vorher sollten wir uns nochmal ausstatten, habe ich so das Gefühl. Was gibt's denn da für Möglichkeiten in diesem Ding? Das war hier nochmal drin. Ich habe keine Ahnung mehr. Hi. Wer ist da? Oh, ein Kunde. Wie kann ich behilflich sein? Ja, das wäre, glaube ich, echt nett. Und vor allem sollten wir davon eine ordentliche Portion dabei haben. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Gut, Rente. Ja, mit dem neuen, nicht Trick, aber so wie wir in letzter Zeit spielen, können wir uns auch ein bisschen weniger davon leisten. Aber, wir haben so wenig Gold. Ich glaube, ich sollte tatsächlich trainieren gehen. Ha. 10 Eiskaffee. Ja, das wäre gut zum Leveln. Also so können wir auch schön leveln. Zutaten können wir auch machen, aber ich habe noch keine Rezepte. Ja, irgendwas zu verkaufen. Das Küchenmesser. Nein. Nein, nein. Nope. Oh, nope. Okay. Danke für euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Okay, okay. Altes Großmütterchen. Wir kommen dich sicherlich mal wieder besuchen. Aber erstmal nicht. Erstmal nicht. Wo möchte ich hin? Ich möchte da runter. Ja, 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 klingt gut. Ah, die Karte ist echt gut. Das hilft enorm. Ah, hier sind ja noch Nebenaufgaben. Hier zum Beispiel. Meine Güte, wo sind denn meine... oder? Stimmt etwas nicht? Meine Jungs, die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach Hause zurück. Ich weiß, dass sie nur spielen, aber ich habe Angst, dass sie sich wehtun könnten. Sie sorgen sich sehr um sie, oder? Das stimmt, und heute sind sie noch später dran als sonst. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Ach, Mütterchen haben es einfach nie leicht, egal was passiert, nicht? Hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Könntest du nach meinen Jungs suchen? Ja, ich denke schon. Juhu! Es tut mir leid, dass ich nicht damit belästigen muss, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mir Bescheid geben könntest für den Fall, dass du sie findest. Okay. Why not, right? Was haben wir denn sonst? Hat jetzt jeder was zu sagen? Wieso leuchten alle? Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Können ja mal mit den Leuten reden. Was ist denn nur in dich gefahren? Du hast seit Tagen keine Finger gerührt. Ich... Ja, das war nicht gespielt, das Game. ich glaube, ich gehe nach Hause und mache ein Nickerchen. Was ist nur in dich gefahren? Du hast doch nicht Schlafenszeit. Ach, sei doch still. Alles in Ordnung? Es geht um meine Frau. Bis vor kurzem war sie solch ein fleißiges Lieschen. Aber jetzt will sie nur noch schlafen. Sie hat seit Tagen keinen Finger gerührt. Aber alles ist so anstrengend. Putzen, waschen, einkaufen, bäh. Ich ruhe mich lieber ein bisschen aus, als mir die ganze Mühe zu machen. Hört euch das an. Was ist nur aus dieser lebensfrohen jungen Frau geworden, die ich geheiratet habe? Sie hatte also ganz plötzlich überhaupt keine Energie mehr? Das stimmt. Wie konnte meine liebe, so treusorgende Frau nur so leblos werden? Sie muss wohl an einem gebrochenen Herz leiden, oder Tröpfchen? Ganz bestimmt, Olli. Ihr fehlt eine ordentliche Portion Enthusiasmus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Haben wir noch etwas? Nicht vergessen, Olli. Enthusiasmus und zwar fix. Jupp. Machen wir doch gleich mal. Herz schenken. Was? Kann ich das nicht? X zaubern? Nichts passiert? Was? Habe ich das nicht oder muss ich das anders machen? Beutel? Das hier. Achso, wir haben gerade gar nichts. Oh, wir haben aber bisher nur eins identifiziert. Okay, ich muss irgendjemandem Enthusiasmus rauben. Du hast doch sicherlich, Ah ja, stimmt, mein Stein steckt ja aus. Bla bla bla, ja, ja. Ey, bist du denn hier, um dich für meine Mia-Aufgabe zu melden? Wenn ja, dann sei gewarnt. Sie könnte sehr schwierig sein. Übernimm sie Schnur, wenn du gut vorbereitet bist. Danke für den Rat. Sind sie auch sicher, um sich dafür zu melden? Was? Sind sie auch hier, um sich dafür zu melden?
das bin ich in der Tat. Ich suche eine Miaufgabe, in die ich mich richtig verbeißen kann. Deswegen habe ich mich für eine Monsterjagd gemeldet. Sie ganz allein? Wow, sie sind ganz schön mutig. Alles halb so wild. Mounts muss eben vorsichtig sein. Ich will nur meinen Teil dazu beisteuern, den Frieden in Katzbrügel zu erhalten. Mir außerdem strotze ich nur bis zum Schnurrspitzen vor Kampfeslust. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszuziehen, mir ein paar Bösewichte zu krallen. Bisschen die Schnurrhaarspitzen, das ist ja berechtigt. Klingt nach einer Menge Enthusiasmus. Was, Olli? Oh, du meinst, genau, unsere Freundin hat ein bisschen Enthusiasmus über. Na los, frag ihn, ob er uns was davon gibt. Natürlich. Oh, Verzeihung, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns etwas von Ihrem Enthusiasmus borgen? Ausborgen? Ich wüsste nicht, dass sowas überhaupt funktioniert, aber wenn ich helfen kann, dann will ich das sehr gerne tun. Vielen Dank. Huhu. Nein, das hier eher. Jum. Bäm. Sehr praktisch. Direkt neben der Aufgabe ist die Lösung. Oho, ich fühle mich sogar noch besser als zuvor. Auch zur fröhlichen Monsterpirsch. Macht euch was gefasst, ihr bösen Buben. Huch. Man muss mit ihnen reden. Okay, das ist etwas komisch. Na gut, und wir können natürlich auch schön das auswählen, was wir brauchen, nämlich die Quintessenz des Tatendrangs. Das hört sich doch immer gut an. Oh, du meine Güte, was mache ich denn? Mein Schatz, wie geht es dir? Liebling, ach du lieber Himmel, wieso steh ich hier nur so untätig rum? Ich war auf dem Weg zum Einkaufen, oder nicht? Wenn ich mich nicht beeile, gibt es heute nur noch trockene Brot zum Abendessen. Oh, meine liebe, liebe Gemahlin, sie ist wieder so wie früher. Vielen Dank. Hier, bitte, das möchte ich... damit möchte ich mich erkenntlich zeigen. Wow. Cool. Auftrag abgeschlossen. Die untätige Ehefrau. Eine Freundin, bla bla bla. Juhu. Zwei Verdienststempel. Mal schauen, ob wir die voll kriegen. Bin ja schon gespannt, was es so gibt. So. Ich kann dir, glaube ich, noch etwas geben. Und zwar, was war das? Angriff, Verteidigung, nein. Na, Verteidigung könnte ich dich hochpushen. Ich möchte, ja, ich schätze mal, man kann sich schon auf einen konzentrieren. Na, nehmen einfach mal. Nochmal. Juhu, 27. Und das war Angriff, können wir auch nochmal geben. Also wir brauchen dafür mehr als zwei. Oh, er mag Schokolade. Okay. Damit haben wir ihn, glaube ich, ein bisschen gepusht. Und dich hier. Stimmt, Verteidigung können wir dir auch geben. Sehr schön. Mehr leider nicht. Magische Verteidigung natürlich. Why not, right? Hauptsache, wir teilen uns auf. Also, das hat sowas ein bisschen wie bei Pokémon die nicht EP. Ich meine die. Ah, mir fällt gerade Namen nicht mehr ein, wie die Dinger heißen. Die Leute, die Pokémon ein bisschen heftiger spielen, wissen, was ich meine. EVDV, genau. Dass mir das nicht einfällt. Ich habe aber leider recht wenig damit bisher gemacht. Ich wollte immer mehr tun. Ich wollte immer mal ein richtiges Pokémon-Team trainieren, aber ich schätze mal, dafür spiele ich einfach zu viele Spiele. Wie komme ich da hin? Da kann ich nicht einfach so runterlaufen, nö. Offenbar gibt es da einen Weg hin. Wir kennen ihn bloß noch nicht. Ja, das ist ein... Oh, ich finde es schön, dass man hier überall rumlaufen kann. Die Welt sieht einfach so toll aus hier. Und was ist hier auf dem Turm? Wollen wir natürlich auch erforschen. Und hier gibt es auch eine Quest. Oh, das ist traurig. Erstmal Items nehmen. Truhe scheint, bla. Ja, ja, ja. Oh, immer noch nicht mächtig? Also gibt es tatsächlich noch mehr? Oder muss ich... Warte, muss ich erst meinen Zauberstab ausrüsten? Nö, Waffen. Zauberstab. Tue ich den automatisch?
getragen, ja. Okay. Komisch, der ist nicht mächtig genug, okay. Aua, das tut weh. Ossidorn, dein arme Kerlchen hat sich wehgetan. Muss einer der verschollenen Kleinen von der Dame sein. Sollten ihn wohl besser verarzten, was? Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli, Gedächtnis wie ein Sieb, aber echt. Du bist doch ein Zauberer, oder nicht? Mach's mit Magie, verflixt. Oh, gut, wie stelle ich das an? Welchen Zauber muss ich benutzen, Tröpfchen? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Linde in der Hand, Junge. Capito, verflixte Linde in der Hand. Ah, du hast es zweimal gesagt. Ah, oh, das tut weh. Oh, stillgehalten. Ich will dir nur helfen, okay? Okay. New Problemo. Der ist sofort wieder... Okay. Hm? Es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Hör mal kurz da. Deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich, verstehst du? Aber ab nach Hause mit dir. Ja, ich verspreche es. Danke, dass du mich gerettet hast. Ah, bleib trotzdem stehen. Na gut. Sieht's hier aus? Oh, Ricky Löwenherz. Hey, hast du gehört? König Tom in die Kristallisation gestiegen, um den Anführer der Mäuse den Hintern zu versohlen. Ich wusste, dass er nicht entführt wurde. Dann bist du wohl am Ende doch umsonst losgezogen, um ihn zu retten. Ja. 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 Kann man so nicht sagen. Aber okay. Lassen wir das mal so stehen. Da war ich schon. Schauen wir mal, was gibt's denn sonst noch? Hier gibt's noch einige, die eine Aufgabe für uns haben. Oh je. Da hinten offenbar. Jo. Schauen wir mal, was die da hinten haben. Ich möchte mir ein bisschen Geld nebenher verdienen, damit ich mir eine gute Ausrüstung kaufen kann. Damit, ja, das Spiel ist ja nicht so leicht. Ja, oh mein Gott, in welchem Krug habe ich schon mal gelegt? Stimmt etwas nicht? Ja, meine kostbare Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchem Krug ich ihn versteckt habe. Das ist schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Ein roter Ohrring meiner Großmutter. Er hat eine Miausmende schöne Farbe. Könnt ihr vielleicht zur Pforte gehen und beim Suchen helfen? Ja. Mir ausgezeichnet. Er ist einer dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind. Nein, Krüge, sagst du? Lass mich das nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Natürlich. Was sonst? Du hast nichts zu sagen. Du bist immer auf den Beinen und siehst so beschäftigt aus. Du solltest auch mal ruhig angehen lassen. Ja. Halt. Ach, jetzt bin ich hier. Gibt's ja auch jemand mit, da hinten, offenbar. Das sind Grüne. Was hat das zu bedeuten? Oh, Grüne sind die, wo man das extrahieren kann. Okay, das ist wichtig. Ein neuer herrlicher Tag beginnt und bald ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Was ist denn da wirklich voller Tatendrang? Was ist denn so vom Beruf? Ich bin nur ein einfacher Holzfäller. Ist das nicht ein gefährlicher Job mit den ganzen Monstern draußen vor der Stadt? Ein bisschen riskant ist es schon, aber wir haben nicht genug Holz hier in Katzbügel. Wenn ich nicht losziehe und mir alle Mühe gebe, leidet unsere geliebte Stadt darunter. Was ist ein klein bisschen Gefahr denn im Vergleich damit? Das ist doch meine Einstellung, ein wahrer Held, na Olli? Ja, er hat Enthusiasmus über nicht. Oh, ihr speichelt mir. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber würden Sie uns etwas davon leihen? Natürlich, jederzeit. Dankeschön. Uhu. Ein weiteres Enthusiasmus-Teilchen. Ich denke mal, ich erkenne so langsam das Muster, was es hier gibt. Enthusiasmus erhalten. Uhu. Oh, 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 das kitzelt. Jetzt aber an die Arbeit. Ja. Da ist noch jemand mit ein bisschen Tatendrang. Hey, wusstest du, dass der große Katzenkampfturnier bald stattfindet? Ich kann es kaum erwarten, allen eine Abreibung zu verpassen. Was ist denn ein Katzenkampf? Wie? Sag schon nur, das hast du doch nie vom Katzenkampf gehört. Also hast du davon gehört, Tröpfchen? Na klar, Mann. Katzenkampf ist ein beliebter Freizeitbeschäftigung, ganz Katzbügel. Stimmt, und bald findet ein großes Turnier statt. Das ist die Gelegenheit für mich, endlich Miaumpf zu trumpfen. Letztes Mal habe ich keine einzige Runde gewonnen, aber ich kann es kaum erwarten, wieder anzutreten. Mir auf ein neues. Ungeduldig was, das ist Schnieke. Das wird ein Wettkampf meines Lebens. Ich muss mir auf kurz vor was oder lang mit dem Training anfangen. Tröpfchen, denkst du auch? Aber hallo, Olli, voll bis oben hin mit Enthusiasmus, der Junge. Sagen Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, dass wir etwas von Ihrem Enthusiasmus besorgen? Borgen? Geht das denn überhaupt? Hört sich mir auch nicht komisch an. Ja, was soll's? Ich bin neugierig, Schnurr. Okay, kurz stillhalten, bitte. Warte mal, Olli. Davon hast du noch schon was in deiner Fiole, oder? Du kannst nicht alles selber horten. Da gibt es jetzt am besten jemand, der es dringend braucht. Oh, man kann es nicht sammeln. Schade. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Blinkende da hinten eventuell etwas enttäuscht. Nein, okay. Ah, ich bin in Gefahr und habe mir die Knie aufgeschaut. Oh nein, bla bla. Ich werde dich heilen. Bla bla. So. Oh, hä? Das tut gar nicht mehr weh. Alles wieder gut. Wunderbar. Deine Mutti, bla. Viel Spaß. Was? Halt dein Versprechen. Oder ist das irgendwas? Egal. Was ist das denn?
Achso. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was Wichtigeres. Was ist denn los, Junge? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Hä? Ist das für mich? Das ist eine Seite mit Zauber Medium erhalten. What? Na, sieh mal eine an. Das ist eine Seite aus dem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pfimpf damit? Entschuldige, ich kann nicht dich hören. Denkst du, er kann dich nicht sprechen? Nee, das ist was anderes, Junge. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so muss es sein. Hm? Hast du ein Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den du dir gerade gegeben hast, probier den mal, Olli. Wirst schon sehen. Na gut.